Jeez. Moin Nienchen. Auch dir einen schönen zweiten Advent. Alter. Mir ist mal schön rausgedreht. Egal, welchen Server, die fahren alle wie die kaputten. Dankeschön. Was sagst du zu der Serie? War gut oder? Also ich muss sagen, ja, also das sieht so gezeichnet aus, also das ist CG, ne? Also Computerfilm ist das, aber es sieht gezeichnet aus. So mit Pastellfarben und sowas alles. Also so, als wenn man so mit Tusche zeichnet. Und ich finde, so sieht ganz gut aus. Hat gut Style, auf jeden Fall. Also ich finde das recht interessant und gut gezeichnet auf jeden Fall oder halt gut animiert. In einem Spiel hatten wir ja auch so ein Event Arcane und da wohnen sie auch mit Wings, Y, Caitlin und Chase vorgestellt. Chase. Ja, ist so ein. Mit einem Hammer. Ja, weiß ich nicht. Das ist so. Ist ja dunkelhäutig, so ein bisschen braun. Oder ist ja blass? Bisschen blass mit schwarzer Haare. Kurze Haare. Das ist der Freund von Kate, oder? Keine Ahnung. Ja, es gibt vier Leute sozusagen, ja. Jinx, die hängen irgendwie zusammen und Caitlin und der andere Typ. Ich weiß immer seinen Namen. Ja, das ist ja so, weiß ich nicht. Und mit Ratsmitglied und sowas alles. Den hast du nicht gesehen. Das ist so ein bisschen schon technologiemäßig aufgebaut, die Serie, aber auch so ein bisschen so wie Fantasy, weißt du? Ja. Also jetzt nicht so im Mittelalter, das meine ich jetzt nicht mit Fantasy, aber so alles so ausgedacht, so, weißt du? Ein bisschen wie Star Wars, ist ja auch alles ausgedacht. So. Und da ist es halt auch so. Ja. Gibt ja auch verschiedene Städte und so. Ja, die sind irgendwas mit P. Voluntium oder sowas? Pullover? Vielleicht? Weiß ich nicht. Pullover, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas auch mit Unterstadt. Pullover ist, glaube ich, diese Maschinenstadt, wo Blitzcrank und. Nee, also die Ratsmitglieder sind aus den verschiedenen Gebieten irgendwie. Ja, dann gibt es auch die Unterstadt, genau. Und da ist auch die Stadt. Also es gibt Unterstadt und das ist sozusagen das eine Viertel davon. Und das andere Viertel, da wo die ganzen Akademiker und sowas sind und Forscher, das ist halt der andere Name. Ist aber ein und dieselbe Stadt irgendwie. Ja. Die sind nur durch eine Brücke getrennt oder so. Jetzt so mitgekriegt habe und da war auch schon mal Krieg auf der Brücke. Aram. Ja, berühmte Aram-Brücke. Ja, so nett war ja. Da sind ja auch die Eltern von Jinx und wie gestorben. Naja, also man sieht halt ganz am Anfang, wie sie beiden halt Hand an Hand auf dieser Brücke laufen, so wie Geschwister halt sind, ne? Die größere Schwester passt halt auf die kleinere Schwester auf. Und dann siehst du halt den Typen dann, der sie dann großzieht und auf dem Boden liegen dann halt die Eltern und die Kinder fangen dann natürlich an, da dann rumzuflennen, ne? Bei tote Eltern und so. Haben die da schon ihre Waffen gehabt? Nee, ne? Nee. Selbst Vi hat jetzt noch nicht mal ihre Waffe.
bin jetzt bei der vierten Folge und die hat noch nicht mal ihre Waffe. Okay, ne, dann kriegen sie das bestimmt noch. Jinx hat eine Minigun, ja. Das ist ja schon mal wirklich. Als Kind hat sie so Bomben gebaut oder sowas, so handgranatenmäßig. Und jetzt in der dritten Folge hat sie mit einer Minigun rumgeballert, wo sie dann erwachsen war schon. Die hat, also wenn man Jinx so zuguckt, könnte man denken, das ist so wie Harley Quinn, weißt du? Ja, die tut auch manchmal so ein bisschen. Ja, als wäre die so ein bisschen verrückt, ja. Ja, die spricht ja auch gerne mit ihren Raketenwerfern im Spiel. Ja, die quatscht auch da mit irgendwelchen Puppen und so und so. Teilweise auch mit sich selbst in der Serie. Nein, kenn ich irgendwo her. Ja, die hat so Puppen nachgebaut, so wie ihre Leute, ihre Freunde damals waren. Hat sie so Puppen dann so nachgebaut, also die gestorben sind, da weißt du? Und hat dann immer mit denen so gequatscht und so. Ja, Jinx ist eine kleine Verrückte. Da sind auf jeden Fall ein paar gestorben, ne? So wie das aussieht. Alter, der. Lasst mich durch, ich bin Arzt! Alter, ich bin gerade weggerissen. Sah einfach nur göttlich aus, wie der auf immer boop. Von 180 auf 0, weißt du? Ich bin ja fast letzte, ich kann nicht. Hast du nicht noch dein C-Auto? Was ist denn mein C-Auto? Ah, hast du nicht noch ein B-Auto? B, ist ein B-Auto hier. Ich hab noch ein C-Auto, ja. Dieser Startauto. Startauto. Rocket, ja. Rocket. Das Startauto. Wie viele Runden? Sieben. Hallo, wieder auf die Strecke. Wir haben noch eine Weile zu fahren. Oh, zu früh. Stoffkarre.
shit. Boah, ich lenk da mal zu früh ein, ey. Dann halt Ausdauerrennen hier, ey. Alter Schwede. 24 Stunden von Le Mans oder so, wa? Ja, das wird ja. Hast du den Fehler gemacht? Nee. Vielleicht bin ich einfach nur zu langsam. Das glaube ich auch, ja. Boah, seid ihr scheiße. Öfter, wo bist du? Wurde etwas aufgehalten. Wir haben Unfälle gebaut.
Und immer noch öfter? Öfter. Nice. Du bist zu langsam. Dann alle an mir vorbei hier. Yep. Wird dann wahrscheinlich eine Weile dauern, bis du so einen Motor kaufen kannst. Ja. Obwohl ich nehme nicht so runter ein Arc-Auto. Kannst du dir auch ins aussuchen? Ja, aber der ist ja im Gelegenheit. Immer noch 11. 10. Ui. Hinter mir. Hey. Hey. Kann nie wahr sein. Sah gerade so aus, als wenn du mich gegen die Bande drücken wolltest. Nee. Deswegen hast du gedacht, nee, den schiebe ich jetzt weg, wa? Naja, ich muss ja dagegen drücken. Ansonsten wäre ich halt da gegen die Bande gefahren. War da echt einer rückwärts gefahren? Rückwärts, vorwärts, also? Falsche Richtung. Ja, aber darf er ja nicht lange, oder? Irgendwann wurde es automatisch wieder zurückgesetzt. Mann, Leute, was ist denn mit euch los hier? Warum lenkt er nicht? Alter, das ist ja geradeaus, als wenn er das mit Absicht gemacht hätte. Schiff rückwärts gefahren, alle blockiert. Lenk doch mal.
Meine Fresse, ey. Hallo, Spiel. Oh, Mann, ey. Na, jetzt können wir ein bisschen Sven zuschauen. Seine langsamen Karre. Viel zu spät, viel zu spät. Das ist ein Stein. Immer noch. Immer noch. Ist der jetzt nicht? Wie gar jetzt? Ist der jetzt nicht? Guck mal, was ausprobieren. Wie weit rückwärts fahren kannst? Ganz schön langsam, wa? Naja, das Einzige, was ich hier kann. Aber der setzt mich nicht zurück, ne? Nee, nicht, dass ich noch gekickt werde, deswegen. Aber die hat noch eh keinen Namen, oder? Nee, ist das schon vorbei? Ja. 17 Sekunden noch. So, jetzt möchte ich mal hier Top 10, ja? Top 10 möchte ich jetzt. Na, ich natürlich. Ah, aber wenn er so springt, kann ich den nicht steuern. Aber ich muss sagen, die Serie Arcane, das ist wahrscheinlich so eine Serie, die muss man sich zweimal angucken. Aber beim ersten Mal habe ich jetzt auch nicht alles verstanden, was die da gequatscht haben. Ich kenne mich ja da auch nicht so aus, so im LOL-Universum, weißt du? Die wollen alle ihre Ideallinie durchbrettern, wa? Ohne Rücksicht auf Verluste, ey. Und wegdrängen. Das machen wir auch ganz gerne hier. Uhuhu, das war richtig knapp.
wo sind denn alle? Lässt sich so scheiße fahren, ey. Der Boomer oder was? Nee, der Starbucks oder wie der heißt. Der ganze hinten A-Klasse. Was war denn das jetzt hier schon wieder? Eine Insel! Da ist eine Insel! Wo denn? Wo denn? Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Was wird dem los? Der hat keinen Bock mehr? Hat eh eine Drehung gemacht und hört auf? Fünfter! Ha, Treppchen! Das ist unser Svenny Boy. Svenny Boy. Danke, Leute. Dankeschön. Miep, miep. Die haben mal ihre Autos nicht unter Kontrolle, wa? Aber ist ja kein Rennspiel. Weißt du doch. Naja, it's not a racing game, ja. Haben wir uns ein bisschen verbremst, ja? Nee, der eine hat mich angehaucht und da bin ich erstmal zur Seite. Aber der lässt sich schon besser lenken, wollte ich gerade sagen. Ja, man muss sich natürlich auch ein bisschen auch auf die Autos einstellen, ne? Also jedes Auto ist dann immer auch ein bisschen anders. Ja gut, ich habe hier noch ein bisschen was umgestellt hier, Tuning. Von 7. auf den 16. Nice! Demoliert. Besser jetzt nicht. Wie hast du das denn geschafft? Bist du mit so 300 km/h in der Wand gefahren? Ich glaube, diese jene Kreuzung da hat mir den Rest gegeben. Mir wahrscheinlich 90 HP gekostet. So hat sich das angefühlt, ja. Gibt's auch nicht mehr, oder? Doch, doch.
Was für Schneckendepot, ey. Zu früh, viel zu früh. Der schlittert ja ganz schön, wa? Meiner, ja. Tut er wirklich. Ja, man muss sich da nur ein bisschen drauf einstellen, der lädt eigentlich schon. Und nicht zu früh lenken. Nur die Kante. Kill him! Nee, komm nicht ran. Fünfter. Yes. Manche Autos, die sehen aber auch echt aus, ne? Alter, weiter. Oh nee, ich bin vorne. Geh ich da gleich als erstes drauf, ey. Eigentlich gar nicht so spät gebremst, ey. Was war denn da los? Boah, gerade ewig gebraucht, bis er sich mal umgedreht hat, ey. Thank you.
Hey, der hat mein Glas kaputt gemacht. Blink doch mal. Warte mal, was pimmelt der denn hier so rum? Morpheus, lenken! Ja, mach ich doch. Finde ich auch, ja. Oh Mann, AFKler hier oder was? Wo bin ich denn? Da bin ich. Fahr doch mal. Man merkt, dass sie alle nicht auf die Minimap gucken. War denn das? Leck? Der tippt mich an nur und ich flieg erstmal durch die halbe Map. Voll unrealistisch. Okay, hier mal ein Stein. Wow, ist voll abgelenkt, ey. Erstmal drei Plätze verloren, ey. Ja, zumindest kann man hier auch sterben. Das ist schon mal gut.
Huch, wo wäre denn? Bremsen beschädigt.